Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Baba kocht heute nichts. Ich sage euch was, das wird eine Folge, da habe ich noch gar keine Ahnung von, was es wird. Wir sind auf La Manga, La Manga del Mar Menor. Das sieht man hier im Hintergrund. Das ist ein Binnenmeer auf einer Landzunge. Und ihr werdet auf jeden Fall noch sehen, warum das hier so lustig ist. Weil ich stehe gerade auf unserer Hotelterrasse oben. Und im Hintergrund sieht man ja hier schon ein bisschen Meer. Und wenn ich mich mal so ein bisschen umdrehe, sieht man da schon ein anderes Meer. Und das ist das Mittelmeer. Und das ist das Coole dabei. Und warum das alles so cool ist, das sage ich euch jetzt. Ich war als Kind immer hier. Und zwar mit den Großeltern. Die hatten hier Eigentum. Und ich wollte seit über 30 Jahren, war ich nicht mehr hier, will ich schon wieder mal hier hin und gucken, wie sieht es denn hier überhaupt aus? Wie war das denn? Erinnere ich mich daran? Und vor allem, was ganz wichtig ist, ich habe hier meine ersten Restaurant-Erinnerungen, sage ich mal. Ne? So mit meinem Vater Tapas am Strand, mit dem Opa irgendwie Steaks in einem Steakhouse hier und so. Und ich weiß zum Beispiel, dass das ein oder andere Restaurant, das gibt's noch. Und das will ich mir auf jeden Fall reinziehen. Das einzige Problem, was wir haben, ist das Nebensaison. Ne? Wir sind jetzt hier quasi über meinen Geburtstag tatsächlich auch. Glücklicherweise fällt es in dieselbe Zeit. Also Ende Februar, Anfang März. So. Ich habe noch keine Ahnung, wie es wird. Ich habe eben schon mal eine kleine Tour über die Insel gemacht. Wir sind im Leihwagen unterwegs. Ja, ich zeige euch mal ein paar Impressionen von hier jetzt, wie es hier so aussieht. Und ich hoffe, dass wir was zu futtern finden. Hotelzimmer ist schon mal ganz cool. Wir haben hier oben uns hier quasi auf dem Dach was geangelt. In der Nebensaison alles wirklich affordable, sage ich mal. Man kann es sich leisten, es ist nicht so teuer. Und es ist einfach nur geisteskrank. Ich drehe mich jetzt hier nochmal fix um. Dann seht ihr im Hintergrund das Mittelmeer. Das ist schon geil, ne? Also, ja. Man kann nicht reingehen, aber ich bin eh nicht so der große Meergänger. Leute, ich zeige euch ein paar Impressionen von der Insel, beziehungsweise es ist gar keine Insel, es ist eine Landzunge. Wir werden euch jetzt hier kurz mal so eine Landkarte einblenden. Da seht ihr das, wie das hier ist. Und an der breitesten Stelle ist das hier, glaube ich, 50 Meter breit. Ich hoffe, dass wir das mit der Kamera alles einfangen können. Für mich ist das eine hochemotionale Geschichte. Ich will euch gerne daran teilhaben lassen. Hier wird es nicht nur um Food gehen, sondern ich zeige euch auch drumherum ein bisschen was. Wer keinen Bock drauf hat, kann ich auch verstehen. Aber wenn ihr authentische und ehrliche Reaktionen von mir sehen wollt, seid ihr hier richtig. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Kommt auf jeden Fall noch was Emotionales heute, wenn das alles klappt. Es gibt nämlich ein Restaurant, bei dem ich als Kind war. Chefin, oh, ich glaube, ich kann die Sonnenbrille auf der Platte durch. Ich war extra beim Friseur. Junge! Ist unwahrscheinlich. Schön warm in der Sonne, gell? Wir sitzen direkt am Mittelmeer aktuell. Also das heißt, ja, die größere Seite von den beiden Meeren. Ja, ihr habt ja eben gesehen, wie nah das beieinander sein kann. Und mir geht es in erster Linie gar nicht mal um Restaurant-Review oder sowas. Aktuell ist es eh so, wie soll ich sagen, wir sind in der Nebensaison hier. Ne? Heute ist mein Geburtstag, der 29. Februar. Und viele Geschäfte haben noch zu und die haben auch wirklich Struggle gehabt hier nach Corona und so. Das ist auf jeden Fall ein hartes Ding gewesen. Nichtsdestotrotz haben wir eine schöne Bar ausgemacht hier am Strand. Surfclub, Bar, Restaurant, hast du nicht gesehen. Und wir werden uns jetzt gleich ein bisschen was Kleinigkeiten bestellen. Die Idee dahinter war, so dieses Feeling nochmal zu bekommen. Weißt du, wie ich mit meinem Vater früher so am Strand gesessen habe? Er hat sich da so ein Bierchen genehmigt oder ähnliches. Und ja, dann habe ich halt so, weiß ich, wie ich als Kind dabei gehockt habe und habe schon so ja, kleine Fischchen gegessen und so. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich irgendwie versuchen möchte. Ja, nicht nachzustellen, sondern einfach mal gucken, ob ich nochmal in dieses Feeling reinkomme. Tevin, wie sieht es mit dir aus eigentlich heute? Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Ja, das ist schon mal gut. Ja, dann gucken wir mal, was er so zusammenbrutzelt. Okay, so wie es aussieht, hatte ich das Mikrofon verloren. So, jetzt haben wir es wieder. Ja, sehr schön. Bestellung ist raus, er sagt mucho mucho. Mhm. Oh, guck mal, Kinder. Pulpo a la Gallega. Ist der nicht wunderschön? Kartoffeln unten drunter, oben drauf, gegrillter Oktopus, Pimenta Espelette, sehr, sehr geil. Und hier ein ewiger Klassiker, Insalada Russa, der spanische Kartoffelsalat mit Thunfisch. Jo, jo, jo. Ey, ich muss Pulpo probieren, Frau. Das Fallstrick ist hier immer, dass er zu hart ist, ne? Ja. Der ist gut. Ich hoffe, der Fokus hat gesessen. Ich kann es nicht sagen von hier aus. Geil. Mit dem Paprikapulver, Kartoffel unten drunter. Ich weiß nicht, irgendwie ist es doch, sobald du am Meer sitzt und Fisch und Meeresfrüchte isst, es schmeckt automatisch besser, oder? Ja. Du kannst natürlich davon ausgehen, das Zeug ist von hier, ne?
Also die lassen nichts einfliegen. Die haben alles vor der Tür. Hier gibt es einen Hafen in Capo de Palos. Da, wo der Leuchtturm ist, den ihr gesehen habt. Teller kostet, glaube ich, 16 Euro. Da ist richtig was drauf. Geil. Ja, lass mal gucken hier. Erstmal so probieren. Aha. Da kommt noch ein Bierchen. Oh. Gracias. Du bist Bescheid. Ey, es hat 1%. Ja. Immerhin. Also wenn ich gleich singe und tanze, wisst ihr Bescheid. Schmeckt schon geil. Ich werde mir auf jeden Fall die Mütze verbrennen. Insalata Russa, sehr geil gemacht. Das ist aber auch hier so ein Ding wie, keine Ahnung, wie bei der deutschen Mutti, weißt du, der Kartoffelsalat. Ja. So. Der schmeckt überall ein bisschen anders, aber ist tendenziell immer gleich. Wird oftmals mit hier so ja, getoasteten bzw. crackermäßigen Brot serviert. Und was sagst du? Schmeckt gut. Ja? Mhm. Schmeckt gut. Sehr guter Anfang, aber kommt noch was Geiles. Wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es das hier so früher nicht gab. Das ist gesalzener Thunfisch. Da ist die Haut noch dran. Geile spanische Tomaten. Und übrigens, wenn ihr diesen Schatten hier seht, das ist der Gimbal, ne? Mit dem ich hier unterwegs bin. Ist das, keine Ahnung, was das für Meeresalgen-Gedöns da oben drauf ist. Ich kenn's nicht. Aber es hat kleine rote Pünktchen. Keine Ahnung, Frau, ich bin gespannt. Erstmal einfach so eine pure Tomate. Ich habe schon oft gesagt, ist einfach um Welten besser. Gesalzener Thunfisch. Der sieht da schon geisteskrank aus, auf jeden Fall. Ich hoffe, der Fokus sitzt, Kinder. Wenn nicht, seht's mir nach. Boah, der kann richtig was. Boah, es hat so ein bisschen was von der Sardelle. Ich habe keine Ahnung. Weißt du, ich dachte eben, es wäre Meereszeug. Weißt du, was es ist? Das sind Kapernstiele. Da hängen kleine Kapernknospen mit dran. Das schmeckt krass nach eingelegter Kaper, Alter. Boah, krass, hab schon nie gegessen. Wenn du mich anguckst. Devil is not amused über Kapernstiel und meine Begeisterung dafür. Wie sie mich anguckt, so geil, ein Hundehaufen, voll lecker. Und sie so, hä? Ja, geil, Tomate, Kapernstiel. Okay, das hätte ich nicht vermutet hier. Ich habe gedacht, du kriegst jetzt hier Tomate, Dosentonfisch. Verstehst du, was ich meine? Perfect Bite Incoming, Kenner. Guckt euch an. Geil aus, oder? Mhm. Allein die Farbe von dem Thunfisch. Bombastisch. Mhm. Die Qualität jetzt halt stark. Ey, Oliven und Salz, unnötig. Mhm. Geil. Während die Frau noch am Instagram ist. Ja, übrigens, Tim, blenden wir unten auf jeden Fall mal ein hier. Instagram, hier irgendwo steht es, da wahrscheinlich, gell? Ja, da seht ihr nämlich, was wir hier live so machen, immer. Ist das hier an unseren Tisch gekommen? Kinder, Kinder, Kinder. So ein paar geile Muscheln. Und das Geile ist, wenn du hier drüben im Sand guckst am Strand, liegen genau diese Muscheln drin, ne? Boah, schöne, fette Dinger. Ich werde es probieren. Frau, da bist du ja schon wieder. Aber da kam schon das Nächste direkt. Da ist sie. Eine gebratene Chorizo. Und glaub mir, wenn ich da reingucke, ich sehe es schon. Das ist keine Supermarktqualität. Dazu gibt es ein Schälchen Chimichurri. Sehr geil. Ich bin begeistert. Bratwurstbrötchen. Jetzt kommt der Deutsche durch. Was sagst du zu der kleinen Muschel? Sehr lecker. Ist gut, gell? Man kann die Chefin nicht hören, weil wir nur mit Gimbal filmen. Nein. Boah, geil, diese Knoblauch, Alter. Was ist los? Hast du deine Muschel verloren? Ja. Ja, das ist traurig. Das ist ein hocharomatischer Fond. Hier sind riesige Scheiben Knoblauch drin. Die schmecken einfach hervorragend. Brutale Qualität. Hey, was ein dickes Ding. Die Muschel ist auch groß, ne? Ja. Und kann sie wieder schmecken. Ja, die Chefin hat ja so ein bisschen einen grippalen Effekt hinter sich. Boah, das ist gut. Wahnsinn. Muschel, Bombe. Knoblauch, Olivenöl konfiert. Sehr, sehr geil. Lass mal so Wurst probieren. Guck mal bitte diese Wurst rein. Das sind richtig große Fettstücke mit drin.
Ja, das mag jetzt für den einen oder anderen kein Qualitätsmerkmal sein, aber für so eine grobe Chorizo, die mit wenig Paprika gemacht ist, ist das sehr geil. Die riecht bombastisch, die ist frisch gegrillt. Dazu gibt es hier Chimichurri. Guck mal. Das ist auch alles hausgemacht, geistkrank. So kann der Geburtstag anfangen. Ich habe mir eine Kappe gekauft, weil ich mir sonst die Mütze verbrenne. Okay, ein bisschen ungewohnt vielleicht. Schreib mal unten rein, bin ich Kappentyp oder nicht? Malle Outfit steht. Schaut mal bitte, was mit der Chefin. Was machst du, eine Zitrone in der Hand? Hm. Ah, warte. Bäm! Guckt es euch an. Ey, frittierte Fische, Tintenfisch, Boccarones, Sardinas. Ey, nee, das ist die Kindheit nicht Junge, wiederholt. Junge. Ich weiß auch nicht. Ich probiere. Oh, auch schon wieder in einer affigen Qualität einfach. Bye. Ey, aber du siehst auch schon, das von ihm verwendete Salz, ne? Der hat dieses schöne Pyramidensalz oben drauf und so, das ist schon geil. Guck mal hier, kleine Baby-Tittenfische, Baby-Squid. Ja, das ist mein Ding. Boccarones frittiert. Stell jetzt vor. Na, ja, schon gut. Du bist vor 30 Jahren hier. Es waren fast 40, liebe Frau, fast 40. Ja? Du bist ja erst 11. Das stimmt. Oh. Leute, brutal. Aus dem ganzen Tintenfisch geschnittene Ringe. Sehr gut essbar. Sehr frisch. Schreibt mal unten rein, wer würde nicht? Feinstes Meeresgetier. Mm. Und vor allem, es riecht auch so geil hier, ne? Nach Knoblauch und. Die Leute um uns rum sind auch ein bisschen was am Essen. Und es ist absolut Nebensaison. Ich glaube, wir haben hier den krassen Tag erwischt jetzt aktuell. Ja. Geburtstagstag. Zum Geburtstag, ja. Ey Leute, das ist stark. Sehr geiles Futter. Ja. Hier nochmal ein Baby Squid für euch. Ich habe noch ein paar Sardinen bestellt. Mal gucken, wann die kommen. Wo ist mein Kollegen hier? Dieser Fisch, ne? Wirklich bombastisch. Tintenfische. Da kommt das richtige Feeling auf. Sardine. Oh, bravo. Look at this. Thank you. Ja, guck mal. Sardinen sind auch noch da. Ist das nicht toll? Bist du begeistert, Frau? Nach wie vor. Ui, warte, der muss kommen. Ja, Mann. Gut, wir werden noch ein bisschen eine Sardine rumfuttern. Mhm. Und dann haben wir den ersten Spot ja schon hinter uns. Ich hoffe, euch hat es bis hier genauso gut gefallen wie mir. Es kommt auf jeden Fall noch was Emotionales heute, wenn das alles klappt. Es gibt nämlich ein Restaurant, bei dem ich als Kind war. Das gibt's noch. Und der Mann, dem es gehört, dem gehört es immer noch. Aber ich glaube, er hat jetzt irgendwie vor ein paar Jahren an seine Tochter übergeben. Also von daher, wir wollen heute Abend einfach auf spontan hin und hoffe, ihr seid dabei. Und das besonders Lustige ist hier, ich stehe gerade am Strand am Mittelmeer. Schau mal da. Das ist das Mittelmeer. Ja, und wir laufen hier so ein bisschen über den Strand. Und da läufst du gefühlt, boah, keine Ahnung, also lass das mal, sind das 100 Meter? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hast du es nicht weit. La Manga ist ja eine Landzunge und eine Halbinsel. Die zieht sich hier quasi ein paar Kilometer, ja, so, und trennt die beiden Meere. Einmal hinter mir, das Mittelmeer, und auf der anderen Seite ist das Mar Menor. Das ist quasi ein Salzsee, wenn du so willst, ne? Der wird gespeist durchs Mittelmeer, aber ist von seiner Art und Weise, vom Salzgehalt her viel höher. Und du hast natürlich nicht so diesen Wellengang und so, ne? Den man jetzt quasi im Mittelmeer hat. So, und jetzt bin ich auch schon auf der Straße. Guckt euch das mal an. Und hier ist das, ach, das ist übrigens die Chefin. Und hier ist das andere Meer. Also nochmal, damit ihr es seht. Hinter mir, Mittelmeer. Jetzt gehe ich über die Straße. Und dann bin ich quasi am anderen Meer. Mar Menor. Wie lange hat das jetzt gedauert? Also keine 2 Minuten, ne? Jetzt stehst du hier. Ja. Und hier hast du dann halt quasi eine Chefin am Strand. Und ja, auf der anderen Seite
Mittelmeer. Das ist ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. Und im Sommer geht es ja auch richtig ab, ne? Also hier ist gut was los. Auf jeden Fall noch eine ganz interessante Sache ist, die Chefin ist jetzt tatsächlich schon ein Stückchen weiter ins Wasser reingelaufen. Du kannst fast bis zu den Inseln, die man da hinten sieht, laufen. Ja? Das ist nämlich ein ganz flacher See, beziehungsweise ein flaches Meer. Und ja, das ist natürlich für uns als Kinder, war das der absolute Hit. So, jetzt habe ich euch erklärt, wie das hier läuft mit den zwei verschiedenen Meeren. Und jetzt geht der Weg zurück zum Auto. Und ja, ganz klassisch, was hier auf jeden Fall nicht nur in der Nebensaison gehalten wird, ist Siesta. Das heißt, einmal heim, fresh, zurück ins Hotel. Und heute Abend hoffentlich klappt das. Dann habe ich noch einen richtig fetten Banger für euch. Erstmal vielen Dank für alle, die bis hierhin dran geblieben sind. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Ihr seht, die Nacht ist eingebrochen. Es ist ja so, dass man hier tatsächlich erst um 8:30 essen geht, eigentlich in der Regel. Und ich stehe hier vom Restaurant La Rusticana. Und das Geile ist, ich bin hier auf dem Parkplatz gefahren und habe es direkt so wiedererkannt. Weißt, ich hatte diese Vibes, weil hier drüben ist ein Spielplatz. Seht ihr das? Und da war, als ich Kind war, schon einer. Und ja, jetzt sind wir eben schon reingegangen. Und die Tochter des Inhabers hat uns auch empfangen. Ich habe ihr schon mal kurz erzählt, wer ich bin und warum ich hier bin heute. Sie fand es ganz cool und hat mir so ein bisschen berichtet, wie es ihr die letzten Jahre hier ergangen ist. Ganz cool. Ich habe uns auf jeden Fall ein paar coole Sachen zu essen bestellt schon. Die Musik ist recht laut drin, deswegen müssen wir uns ein bisschen kurz fassen. Aber ich will jetzt aus Rücksicht auf die anderen Gäste da, nicht, dass hier noch eine Verlobung feiert, ihr wisst Bescheid, gell? Komm, wir gehen mal rein. Nachdem ich ausreichend bestellt habe und ich mich über gar nichts mehr wundere, haben schon kleine Patatas Bravas den Weg an unseren Tisch gefunden als Gruß aus der Küche. Ganz geil. Boah, schöne geschmorte Kartoffelstücke mit einer feurigen Tomatensauce. Fleisch voll drauf ab. Leute, die ersten Kleinigkeiten haben den Weg an unseren Tisch gefunden. Ich habe natürlich so ein bisschen Salätchen, ist ja klar. Ne? So ein bisschen Caesar Dressing oben drauf, gemischter Salat. Der gute Schinken darf natürlich nicht fehlen. Eins meiner absoluten Favoriten ist natürlich hier die Boccherones. In Essig und Knoblauch. Boccherone ist gut? Ja, ich habe natürlich noch. Ja, du hast ja gerade eine Olive gegessen, ja? Applaus dafür. Sie hasst Oliven normalerweise, ja? Aber die geht wirklich. Frau, Wahnsinn. Yay! Oh, guck mal, was da noch gekommen ist. Ein Schälchen brutzelnde Garnelen. Stehen noch genau richtig? Stehen genau richtig, sagst du, gell? So, Dile. Ey, ich lege natürlich los mit Boccherones. Ah, oh, hier ist Sommer. Schön, das liebe ich. Das ist tatsächlich auch so eine Sache, wo ich mich dran erinnere. Die ersten habe ich tatsächlich mit meinem Vater am Strand gegessen. Ja, da gab es das Lokal nicht mehr. Man kann davon ausgehen, dass die nicht alle selber gemacht sind immer. Aber die gibt es in hervorragender Qualität zu kaufen. Ne? Also ist egal. Ich habe noch keinen schlechten Schinken gegessen hier. Ich glaube, auf der Autobahnraststätte kriegst du guten Schinken hier. Guck mal an. Oh, der ist sehr gut. Mhm. Kein Schrott. Gar nicht. Aber, muss man so sagen, so ein Tellerchen Schinken kostet fix mal ein 20, ne? Also, klar, muss auch was kommen. So, wir zeigen aber trotzdem mal ran. Mhm. Schön knackig. Knobi drin, geiles Olivenöl. So willst du das haben. Ich kenne auch keinen Menschen auf der ganzen Welt, der das nicht mag. Schreib mal unten rein. Garnelen, Olivenöl, Knoblauch. Geil. Lass doch mal einen Salat picken. Hey, random, so ein bisschen fürs Gewissen, ne? Muss ich auf jeden Fall mal so ein bisschen Salat probieren. Hm. Gutes Dressing. Parmesan mit drin, ein paar Croutons drauf. Es ist jetzt nicht nur Romana-Salat drin, aber es ist ein Caesar-Dressing oben drauf. Aber es ist viel Frisee, knackig, Radicchio, macht Spaß. So, Kinder, ein weiteres Gericht hat den Weg an unseren Tisch gefunden. Und zwar ist das ein Schweinefilet in Cognac-Soße. Und gerade an diese Cognac-Soße erinnere ich mich irgendwie gefühlt noch so ein bisschen. Also habe ich zumindest den Eindruck, ich weiß zwar irgendwas Alkoholisches in der Soße. Von daher bin ich mal gespannt. Ja, so ein Schweinefiletchen, Ofenkartoffeln dazu, Scheibchen, Aubergine. Rustikal, aber das ist ja auch das, was das Restaurant vom Namen her verspricht.
So, so. Dann lassen wir es mal nicht kalt werden, Chefin, oder? Ist schon saftig gebraten, sehe ich schon direkt. Schöne cremige Cognac-Soße drauf. Saftig gebratenes Schweindel. Ach cool. Hat was Süßes, gell? Ja. Die Soße. Ist aber gut, nicht so, wie so aufdringlich, ne? Nee. Ein Löffelchen von der Ofenkartoffel dazu. Die kommt mit so einer dunklen Kräuterbutter drin, so einer Gewürzbutter. Oh, hi, hi. Mm. Gewürzbutter trifft ziemlich genau, das ist Café de Paris. Café de Paris Butter, auch sehr, sehr geil. Basteln wir uns mal ein bisschen Perfect Bite hier, oder? Mhm. Jo, ist halt so gefühlt ein Viertel Schweineländchen. Also ist ordentlich gebraten, da kannst du gar nichts meckern. Die Soße schmeckt gut. So, genass. Tipptopp. Hm. Guter Start. Es hat eine schöne Kruste, saftig. Spanisches Schweinefleisch auch immer überwiegend wirklich gute Qualität. Ja? Top, gefällt mir. So, Kinder, weiter geht's. Au. Chefin hat sich ein Filet rausgelassen. Der dicke Papa auch. Schönes Filetsteakchen. Und ich habe hier eine Pfeffersoße dazu. Die sehen gut gebraten aus hier, also auf den ersten Blick. Ja, das ist halt das, woran ich mich hier erinnere. Ne? Also das Kernkompetenz im Haus hier ist Fleisch auf jeden Fall. Und ja, freue mich drauf. Also ich bestelle mir ja normalerweise nie ein Filet im Restaurant. Aber hier kam es mir jetzt auf jeden Fall entgegen. Und wir schneiden mal an und gucken rein. Das ist ein absolut gültiger Versuch. Tipptopp. Wir haben Medium bestellt. Es ist relativ rare, aber es ist warm im Kern. Kennt ihr das, diese geilen Kartoffeln, wenn die so auf, ja, wie soll ich sagen, auf ja, in Olivenöl gebacken, ne? Sieht schon geil aus. Pfeffersüßchen. Mhm. Schön pfeffrig, buttrig. Schmeckt gut. Das geht schon auch mal. Ja? Mhm. Grundsätzlich sage ich euch, stellt euch keine Filets. Traut euch mal einen anderen Cut zu. Aber ist natürlich auch immer eine sichere Bank, muss man auch klar sagen. Ja? Filet, oh, Pfeffersoße. Mhm. Chefin, du gehst an die Pfeffersoße. Ein bisschen. Nur ein Ding. Dippen. Dippen. Zum Dippen. Ja? Das ist eine schöne Fleischqualität. So, absolut solide, gut gebraten. Hm. Mal noch mit Pfeffermühle drauf. Mag ich. Ich bin schön als Geburtstagsessen, oder? Mhm. Kleines Filet, Pfeffersüßchen, ein paar Kartoffelchen dazu. Tipp, top. Hm. So, liebe Leute, das war's. La Rustica. Ey, komisches Video irgendwie für mich, aber irgendwie hatte ich irgendwie das Bedürfnis, auch euch mitzunehmen. Mir hat es auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Essen war auch ganz cool. Es gab natürlich auch wieder ein bisschen was zu essen, zu sehen heute. Aber alles in allem, ja, war ich auf den Spuren unterwegs der Kindheit, der ersten kulinarischen Erfahrungen. Und ich hatte, wie gesagt, das Bedürfnis, euch da mitzunehmen. Ey, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, einen Kommentar schreiben. Kanal abonnieren, kostet ja nichts und schmeckt gut. Und wenn ihr mal auf La Manga seid, geht auf jeden Fall hier vorbei und haut euch ein Steak rein. Gell? Also macht's gut, ihr Lieben. Oh, ich sag euch was, es kommt noch was aus Valencia, da bin ich mir relativ sicher. Da fahren wir nämlich morgen wieder hin.